Willkommen in Japan. Wir sind in einem Vergnügungspark, ein Riesenrad, eine Achterbahn und eine der besten Rennstrecken der Welt. Das heutige Qualifying sollte jeden Augenblick beginnen. Für welche Einstellung werden sich die Fahrer entscheiden? Die Strecke hat eine ordentliche Anzahl anspruchsvoller Kurven. Geht es nur darum, die optimale Balance beim Fahrverhalten zu finden? Es ist leicht, den Wagen auf einer Geraden schnell zu machen. Man muss einfach den Abtrieb verringern. Aber bei einer Strecke wie dieser benötigt man auch Fronthaftung, die durch Abtrieb erzeugt wird. Andererseits ist es auch sinnlos, den Abtrieb zu maximieren, wenn man damit schlussendlich viel langsamer als alle anderen auf der Geraden ist. Dadurch verliert man Rennen. So. In dieser Session musst du nicht bis ans Limit gehen. Unser Tempo sollte locker reichen, um die Quali zu schaffen. Verliert man Rennen, um das mal durchzusagen. Und willkommen zum Qualifying. So. Setup brauche ich eigentlich nicht verändern. Achso, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte zum Wetter mal gucken. Qualifying bleibt trocken, so wie es aussieht. 10 Minuten. Erste Session geht eh. 17, ja, das passt dicke. Dann gehen wir direkt mal raus. Ja. Alles fertig. Kann ja nur besser werden als in den Trainingstagen. Das Qualifying-Tempo war zwar okay, aber noch nicht wirklich gut. Und das liegt nach wie vor in dieser Spitzkehre und wie ich halt die erste Kurvenkombination nehme. Das ist bei mir immer noch sehr durchwachsen. So wie auch der Himmel gerade aussieht, aber es soll ja trocken werden. Ich hoffe, das ist auch so. Wenn ich das, die Kurven so nehme, ist gut. Wie gesagt, das Anbremsen hier, das bereitet mir Probleme. Da muss ich vielleicht auch eher auf etwas Rücksichtnahme plädieren, also ein bisschen vorsichtiger sein einfach. Oh, da bin ich auf den Rasen gekommen. Jetzt gilt es auch gleich schon. Hier beim Anfang haben wir immer so meine Probleme. Ich weiß auch nicht. Da gebe ich gerne zu viel Gas. Habe ich zu vorsichtig gebremst. Nicht so viel auf dem Rasen fahren, das kostet sehr viel Zeit. Das habe ich vorhin beim Einfahren schon besser genommen. Ich habe es extra vorsichtig gemacht. Na, ich bin schon wieder auf den Rasen gekommen. Okay, ich muss nur unter die ersten 16 kommen, aber das ist schon ärgerlich. Komplett unnötig. Oh, so sehr wollte ich gar nicht über den Rasen.
würde eigentlich schon die Straße nehmen. Naja. Super, das war die schnellste Runde. Das sieht zumindest schon mal besser aus, was ich gerade jetzt mache. Da dieser Reifen seit sowieso egal ist, versuche ich es halt nochmal. Wenn ich für die nächsten beiden Durchgänge schon mal ein Gefühl habe für die Strecke. Und das Tempo. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Unter 1,40, das ist okay. Das kann doch nicht wahr sein, dann legt er noch mal einen drauf. Okay, das war schlecht. Bis dahin war es eine gute Zeit. Schade. Dann fahren wir jetzt in die Box. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir haben ja noch zwei Versuche. Oder zwei Abschnitte. Wo ich schneller sein kann als Vettel und sehr besser auch sein sollte. Aber es ist auf jeden Fall möglich, wie man gesehen hat. Auch für mich. Sehr gut. Gut, dann lassen wir die Zeit jetzt mal runterlaufen. Wir müssen es ja nicht länger strecken als nötig. Aber das war auf jeden Fall nochmal wert. Ich musste das auf jeden Fall testen. Und die Zeit war gut, bis ich halt gerade den Fehler gemacht hatte. Wieder an meiner berühmten Kurve. Beziehungsweise Haarnadelkurve. Wobei ich genau genommen den Fehler immer an der Rechtskurve davor mache. Gut, Zeit lassen wir durchlaufen. Zwei Sektorzeiten gehören auch mir. Aber Vettel ist trotzdem 4,5 Zehntel schneller. Das ist schon echt viel. Guck mal, Breikön mich auch noch überholt. Nein. Dann gehen wir direkt mal weiter.
Auch hier gar nicht fertig, erst groß diskutieren, direkt raus. Ich werde auch mit den gelben fahren. Denn das möchte ich gar nicht erst riskieren, dass ich das nicht schaffe. Die Boxenstops sind nicht ganz so wichtig. Im Moment geht es mir tatsächlich mehr um die Rivalität. Also da muss man schon ein bisschen früher aufhören, Gas zu geben, gerade ausrichten und bremsen. Und das mache ich oft falsch. Ich bremse oft schon in der Kurve, bevor der Wagen richtig ausgerichtet ist. Und jetzt geht's. Oh oh. Da hat's geknallt. Aber ich musste da jetzt rein. Das ist jetzt mal eine schnelle Runde. Da habe ich jetzt sehr viel Zeit verloren, aber ich habe vorher auch über den Rasen abgekürzt. Was an sich schon nicht gut ist. Mal sehen, was die Zeit jetzt sagt. Ah, die Zeit ist zu langsam. Sache, die Zeit ist zu langsam. Aber ich muss ja nur unter die ersten 10 kommen. Das sollte ich auch beherzigen, um die Reifen nicht zu sehr abzunutzen. Die Red Bull sind wieder auf der Alternativstrategie mit weißen Reifen unterwegs, wie man sieht.
Oh. Wir sind auf P3 zurückgefallen. Ja, das war aber auch abzusehen. Aber mittlerweile fährt Raikön 1,39 tief. Das dürfte eine gute Sekunde schneller sein als bei mir. Ich muss halt nur Zehnter werden in dem Teil. Das Entscheidende kommt halt in Abschnitt 3. Wenn die Jungs mal fertig sind, können wir auch einfach durchlaufen lassen. Denn zum Qualifying sollte es locker reichen. Aber mittlerweile bin ich Fünfter. Aber Platz 10 hat schon über 2 Sekunden Rückstand. Raikön ist mittlerweile 1,38 gefahren. Ah, das passt aber. Auf Platz 7 zurückgefallen, aber es funktioniert. Und Wehrlein mittlerweile Dritter. So, letzter Versuch. Oder was ist letzter Versuch? Letzter Teil des Qualifyings. Und jetzt zählt es, wo wir auskommen, wie die Sektorenzeiten am Ende aussehen. Das heißt, gegenüber Vettel natürlich. Mal sehen, ob ich 2 Runden fahre oder nur eine. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die Zeit wird. Oh ja. Mach sie mal direkt dreckig. Oh Mann. Ich wollte eigentlich gucken, wer hinter mir ist. War Vettel eigentlich gerade vor mir oder nicht? Gar nicht drauf geachtet. Aha, das fängt ja schon super an. Ich weiß leider nicht, wer hinter mir ist. Das hätte man schneller nehmen können. Und ich war... Oh nein, was war das denn für eine Scheiße?
Okay, die erste Runde ist schon mal nichts. Also muss ich eine zweite Runde fahren. Es war trotzdem nur 1,39,4. Das hätte eine richtig coole Zeit werden können dann. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Ja, so, jetzt muss noch der Schluss gut klappen. Nein, am Ende habe ich es noch vergeigt. Ich mache einfach noch zu viele kleine Fehler, hoppala, auf dieser Strecke. Tja, und jetzt muss ich hoffen, dass Vettel es nicht schneller macht. Pascal ist im Moment auf P9. Ups. Also Raikön. Tja, den kriege ich halt nicht mehr. Ich habe keinen Reifensatz mehr dafür. Da können wir nur zurückfahren und warten, was am Ende rauskommt. Wow. Ich hab ganz normal eingelenkt. Aber ich sehe irgendwie keinen auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob noch einer rausfährt. Ich meine, so wird es mir erreichen. Erste Startreihe. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es mit den Zeiten aussieht gegenüber meinen Rivalen. Aber das können wir ja jetzt gleich prüfen. Aber 17 gegen Raikön ist schon ganz schön viel. So Jungs, dann schiebt mich rein, dann können wir mal das Ganze beenden.
ich denn auf meinen Monitor zugreifen könnte? Jetzt darf ich wieder. Die Zeiten auch. Raikön, klar, schneller. Ach, der hatte sich gar nicht qualifiziert. Oh, habe ich den so stark rausgekickt? Ups. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Raikönen, ein Männer und Nico Rosberg. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Und mein Teamkamerad auf Platz 5. Das ist doch richtig erfreulich. Zu Hamilton ist eine gute Zehntel hinter mir, genau wie Rosberg. Ja, finde ich doch positiv. Und das spiegelt sich natürlich in den Ressourcenpunkten wieder. Erwartete Position 8. Hä? Also war die 8? Ne, war doch 9, dachte ich, oder? Ergebnis versus Bolidenleistung. Ah. Auf jeden Fall 6 Positionen höher. Gültige Runden überall. Straffrei geblieben, man glaubt es kaum. Also wurde es mir nicht angerechnet. Volle Punktzahl. Das Rivalen-Update, da ist mich immer gespannt. Ja, tatsächlich. Führung der Rivalität. Sektoren überall schneller, aber ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe den rausgekickt und das war nun wirklich nicht beabsichtigt. Aber der kam halt gerade raus, als ich auf meiner schnellen Runde war. Dumm gelaufen. Auch das haben wir wieder erfüllt. Dann hören wir nochmal kurz in die Voicemail rein. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Ja, und jetzt muss ich das Rennen schon auf Platz 6 beenden. Gegensatz zu 9 der Qualifying. Und natürlich besser als Vettel und Wehrlein. Und 6er in der Fahrermeisterschaft ist jetzt angepeilt. Guck mal noch kurz zu meinen Forschung und Entwicklung und sehen 439 Punkte. Das wird wohl bei diesem Event nichts mehr. Und damit sage ich, wir sehen uns zum Rennen von Japan. Bis dahin, ciao.